Hallo, hier ist Pavel von der wunderschönen Insel Rhodos. Wenn Pavel Urlaub macht, dann macht Pavel Urlaub nie ohne Kamera und manchmal sogar mit Olga. Heute habe ich die Kamera und die Olga geschnappt und bin zu Kalitea gefahren. Kalitea, das ist so eine Thermalanlage, absolut klasse, habe ich sehr schön fotografiert. Aber das Thema, was wir jetzt haben, das ist Fotografieren von Felsen und Meer. Nicht Meer, sondern das Meer. So. Ich werde heute keine besonders Hightech-Raffinessen zeigen, was ich kameratechnisch mitschleppe. Wir haben Canon EOS 5D Mark II, die Oma, und 24-105 Standard-Zoom-Objektiv. Und heute fotografiere ich die Felsen, weil gerade jetzt um 9.24 Uhr eine sehr schöne Lichtstimmung ist. Wir können die Felsen fotografieren, das Meer, die Kontraste sind optimal. Die werden wir dann sowieso bei der Postproduktion ein bisschen rausholen. Viele sagen, der Pavel ist böse, der macht immer Postproduktion, deshalb sehen seine Bilder immer so gut aus. Ja, so ist das. Wenn ich ohne Postproduktion die Bilder zeigen werde, dann wird er sagen, okay, also wollen wir nicht sehen. Ja, deshalb macht Pavel immer die Postproduktion. So, wie fotografieren wir das Meer? Also ich fotografiere mit unterschiedlichen Brennweiten, das ist klar. Wir können von 24 anfangen, besonders wenn ich dort an den Felsen stehe und diese Bergmassiv samt kleine Stadt und Hafen fotografiere, dann nehme ich natürlich 24 mm Brennweite, damit ich richtig schön Panoramaausschnitt wählen kann. Was noch sehr schön ist, wenn wir am Felsen stehen und unten runter fotografieren, sehen wir Komplementärfarben. Komplementärfarben finde ich besonders attraktiv, weil man kann wirklich sehr viel rausholen. Und das sieht dann so aus, alle sagen, boah, ist das geil, ist es auch. Ja? Ja, und dann können wir natürlich auch mit längeren Brennweiten fotografieren, damit wir tatsächlich so ein Bergmassiv und das Meer da hinten alles sehr gut mitnehmen können. Was nehmen wir für Kameraeinstellungen? Bei Lichtverhältnissen wie jetzt sollen wir natürlich mit ISO gar nicht hochgehen. Höchstens 200, es gibt Kameras, die erst ab 200 anfangen, aber ich habe jetzt hier 100. Olga filmt gerade, wie das hier bei mir aussieht, also ISO 100, Blendenvorwahl, Blende 10, obwohl man könnte sagen, die Sonne lacht, Blende 8, ja. Aber wir nehmen Blende 10, weil das ist dann noch besser. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht zu beachten. Was extrem wichtig ist, also das habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das hier, die Gegenlichtblende, weil wir haben hier wirklich Sonnenstrahlen, wenn ich in die andere Richtung fotografiere, sodass die Sonne leicht von rechts oder von links kommt, dann kann es passieren, dass wir unerwünschte Blendenflecken haben und ja, die haben wir wahrscheinlich nicht bestellt und wenn wir sie brauchen, können wir sie später in Photoshop einfügen. Aber das brauchen wir im Moment nicht, weil wir konzentrieren uns tatsächlich auf die Felsen und auf das Meer. Ich mache jetzt ein paar Aufnahmen, eigentlich habe ich sie schon gemacht, aber das sage ich jetzt nur so fürs Fernsehen. Ja. Also die Aufnahmen, die ich jetzt gemacht habe, also die sehen wirklich gut aus. Alles, was ich jetzt erzählt habe, ist alles schon im Kasten und die Postproduktion wird in folgende Richtung gehen. Also der Himmel bei dem Fotografieren ist jetzt sehr hell, also im Vergleich zum Wasser ist das wirklich ein sehr starker Kontrast und das möchte ich minimieren. Deshalb kommen wir hier ohne selektive Farbkorrektur nicht aus. Die Felsen werde ich etwas gelblicher gestalten, weil das besser ist für Komplementärfarbenkontrast. Das ist jetzt im Prinzip alles. Wir sehen uns gleich in Photoshop, aber bevor ich zum Photoshop rübergehe, möchte ich jetzt eine kleine Werbeeinlage machen und zwar wo ich jetzt hier auf Rhodos bin, habe ich so viel fotografiert, so viele Videos gemacht, dass ich gleich eine Produktion gemacht habe unterwegs mit Pavel Rhodos Special. Und hier gibt es wirklich sehr viel zu entdecken, sehr viele fotografische Tipps zu verschiedenen Sachen, sehr viele Tipps in Photoshop, in Lightroom, Postproduktion, Retusche und so weiter. Lohnt sich auf jeden Fall, ist eine sehr lange Geschichte, sehr viele Tipps, sehr großes Video, also kann ich jedem empfehlen. Okay, und jetzt zurück zum Photoshop und wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video. Ciao! Jetzt habe ich ein schönes Bildchen ausgesucht und hier können wir in Kamera Raw schon so viel machen, dass wir gar nicht Kamera Raw verlassen müssen. Gut, irgendwann muss das Bild ausgegeben werden, aber das meiste mache ich jetzt in Kamera Raw. Zuerst gehe ich auf die Objektivkorrekturen, aktiviere Profil,
werde chromatische Aberration entfernen und dann schauen wir mal, was uns in Grundeinstellungen erwartet. Und hier würde ich auf jeden Fall erstmal Lichter runter und tiefer höher setzen. Und so bekommen wir schon mal einen Himmel, was viel besser aussieht als vorher. Und dann können wir nochmal die Spitzlichter anpassen. Also weiß nach oben, schwarz nach unten. Klarheit anpassen und Dynamik. Und so sieht das schon prima aus. Aber noch nicht ganz. Warum? Weil wir haben hier noch eine schiefe Horizontlinie. Wahrscheinlich war es sehr windig und deshalb habe ich das ziemlich krumm aufgenommen. Deshalb nehmen wir gerade Ausrichten-Werkzeug. Das ist klasse. So, bestätigen, fertig, die Horizontlinie ist perfekt. Dann werden wir das Bild nachschärfen. Wir schauen bei 100% Vergrößerung, wie das Ganze aussieht. Wir suchen uns eine Stelle aus, wo es ohnehin scharf ist. Wir haben Blende 10, das ist sehr gut. Also hinten wird es weniger scharf sein, vorne mehr, vermute ich mal. Und deshalb würde ich vorne nachschärfen. Also nehmen wir 70, 0,8, ganz klassische Einstellungen, 40 und maskieren bei gedrückter Alt-Taste. Und so sieht das jetzt aus. Bei 66, eine gute Zahl, lassen wir es und das Bild ist jetzt nachgeschärft. Jetzt auf Steuerung 0, sieht alles super aus und wir gehen zu den selektiven Korrekturen. Luminanz, blau runter, so bekommen wir schicken Himmel. Aquamarin höher, so bekommen wir diese Bereiche aufgehellt. Und dann werde ich Sättigung von Rot, Orange und Gelb steigern. Und wir können sogar ein bisschen Grün sättigen und so haben wir hier eine richtig klasse Geschichte. Jetzt werde ich das Bild noch beschneiden, weil hier der Schatten, der gefällt mir überhaupt nicht. Deshalb würde ich Folgendes vorschlagen. Also wir schauen erstmal, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt, nee, so, okay. Auf Normal und dann mit dem mittleren Anfasser einfach nach oben ziehen, ungefähr so. Und schaut mal bitte, ein Drittel, noch ein Drittel, noch ein Drittel. Besser geht gar nicht. So, jetzt vergrößern, perfekt. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt werde ich von unten nochmal mit dem Verlaufsfilter bearbeiten. Also hier werde ich die Werte erstmal abnullen. So, machen wir ein bisschen heller, ein bisschen mehr Farbtemperatur. Zack, schicke Felsen. Richtig schön gelb. Das gleiche mache ich jetzt hier mit dem Radialfilter. Photoshop Creative Cloud ist in dem Fall eine beste Wahl, weil wir können hier richtig perfekt mit dem Radialfilter selektive Korrekturen machen. Und so haben wir schon mal gelbe Felsen. Die können wir jetzt auch hinten so bearbeiten. Vielleicht nicht ganz so optimal, aber wir schauen mal, ob das jetzt klappt mit größerer weicher Kante. Ja, scheint zu funktionieren. Wir machen das Ganze noch ein bisschen breiter und schmaler. So. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Farbtemperatur hier. Belichtung vielleicht ein bisschen runter. So, passt. Ja, so sieht das jetzt aus. Also wir können jetzt nochmal schauen, vorher, nachher. Hier ist ein bisschen gelblich, aber das macht nichts. Ich finde das gar nicht so störend. Also das ist jetzt praktisch so ein leichter Dunst um die Wolken. Also das können wir verantworten. Wenn wir wollen, können wir natürlich auch hier noch ein bisschen am Wasser arbeiten. Zum Beispiel so ganz stark ausweiten. Radialfilter und dann hier Farbtemperatur leicht runter, bisschen aufhellen, so vielleicht ein bisschen in die Richtung Grün verschieben, dann Tiefen aufhellen, bisschen mehr Klarheit, Lichter, die können im Prinzip so bleiben und bisschen mehr Kontrast und das war's. Also das sieht jetzt richtig klasse aus. Zusätzliche Farben würde ich hier nicht beimischen, also wenn wir jetzt nochmal vergleichen, ohne selektive Korrekturen und mit selektiven Korrekturen, so haben wir das Ganze richtig gut optimiert. Und dann nochmal zurück zu Grundeinstellungen, also hier können wir noch finale Korrekturen machen, zum Beispiel ein bisschen mehr Kontrast, vielleicht ein bisschen aufhellen und mehr würde ich nicht machen. Bitteschön, das hat jetzt perfekt funktioniert. Wenn wir jetzt vergleichen, ich schaue jetzt nochmal in Kamera Raw, so sieht das aus und so haben wir das jetzt gelöst. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Ist natürlich alles Geschmackssache, aber mir gefällt es. Und noch mehr, in meinem Mega XXL Download Video
Rhodos Special. Also da zeige ich wirklich alles, was ich auf Rhodos fotografiert habe, wie ich die Bilder bearbeitet habe und vor allem die fotografischen Tipps. Ich bin einfach dort rumgelaufen, Olga hat mich gefilmt, ich habe die ganzen Einstellungen gezeigt und Tipps gegeben, wie man optimal fotografiert. Also schaut vorbei und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ciao.